Geständnis. In dem Stand gerichtlichen Urteil vom 14. Februar 1934 heißt es unter anderem: Er hat an einer Zusammenrottung, bei der es so weit kam, dass die Herstellung der Ruhe und Ordnung mit außerordentlicher Gewalt angewendet werden musste, teilgenommen. Hierdurch hat der Angeklagte das Verbrechen des Aufruhrs begangen. Er werde hierfür zum Tode durch den Strang und zum Ersatz der Kosten des Strafverfahrens verurteilt. Die Urteilsbegründung im Dokument fehlt. Maria Weisel schrieb 12 Jahre später dazu: Wenige Minuten durfte ich mit unserem Kind zu Georg in die Zelle der zum Tode Verurteilten. Ich habe meinem Mann die Hand gegeben und ihn auf die Wange geküsst. Er konnte mich und das Kind nicht mehr küssen, weil die Polizisten ihm die Lippen aufgeschlagen hatten.